So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute geht es um diese Kerle hier und zwar um den Efeu als Zimmerpflanze. Ich hoffe, ihr habt viel Bock mitgebracht. Ich werde euch jetzt wirklich mal ein bisschen was erzählen, was wirklich für den Efeu als Zimmerpflanze wichtig ist, also was ihr zu beachten habt und was es zu beachten gibt. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock und ich will auch gar nicht lang drum rumreden, sondern einfach direkt mit den Fakten anfangen. Ja, und zwar, wir kennen, glaube ich, alle den gemeinen Efeu irgendwie aus dem Garten und haben es da irgendwie so im Kopf, den Stempel, dass der Efeu einfach gar keine Pflege braucht, dass man sich quasi fast gar nicht um ihn kümmern muss, dass er im Prinzip von alleine wächst. Das Ganze ist leider nicht auf die Zimmerpflanze Efeu zu übertragen, denn die Zimmerpflanze Efeu braucht dann tatsächlich schon etwas mehr Zuwendung als sein großer Bruder draußen. Es gibt natürlich auch viele verschiedene Arten, wie ihr hier gerade seht. Welche mit größeren Blättern, welche mit kleineren, welche, die auch etwas mehr in das hellere Grün gehen oder in das dunklere Grün. Da könnt ihr euch wirklich aussuchen, was ihr macht. Das heißt, das, was ich jetzt sage, ist eigentlich allgemeingültig für alle Efeu-Zimmerpflanzen-Sorten. Ja, das Erste, was vielleicht für den Efeu als Zimmerpflanze wichtig ist, wäre der Standort. Das heißt, wo sollte der Efeu stehen? Da gibt es schon mal ein paar Dinge zu beachten. Und zwar am besten wäre natürlich ein halbwegs sonniger Ort. Für den Efeu ist am besten eigentlich so ein Halbschattenort, das heißt direkte Sonneneinstrahlung, vor allem mittags, ja. Das heißt Südfenster und Mittagssonne komplett drauf ist nicht so gut für den Efeu bzw. der Efeu-Zimmerpflanze. Das schadet ihr, das mag sie nicht so gerne. Das heißt, wenn ihr ein südliches Fenster habt und ihn dort aufs Fensterbrett draufstellen wollt, dann stellt es vielleicht, wenn ihr wirklich im Hochsommer seid, das Ding einfach runter, weil wenn das Ding da wirklich in der Sonne brutzelt, das tut dem Ganzen nicht gut und das wollen wir natürlich auch nicht, dass dadurch irgendwelche Blätter dann verblühen durch diese große Hitze- und Sonnenstrahleinwirkung. Das Gießen gestaltet sich auch ein bisschen anders, als man denkt. Man denkt natürlich so, oh, Efeu, das ist unkaputtbar. Beim Gießen ist es so, dass ihr schon gucken solltet, dass der Boden regelmäßig gegossen wird. Sprich so, dass wenn man sieht, wenn man fühlt, und da kann man oben natürlich drauf fühlen, wann ist das hier oben trocken. Und wenn man sieht, okay, das ist wieder wirklich sehr trocken, dann gieße ich es. Vielleicht so als Faustregel für mich immer so einmal pro Woche und vielleicht Intervall. Noch ein bisschen weiter nach unten, aber so einmal pro Woche sollte es dann schon sein. Je nachdem, wo dann auch der Standort ist. Das heißt, bekommt sie viel Licht ab, trocknet sie natürlich eher aus und braucht sie mehr Wasser, bekommt sie wenig Licht ab, kann ich damit natürlich ein bisschen spielen. Dann kommen wir zum wichtigen dritten Faktor. Das wäre das Faktörchen Gießen. Gießen hatten wir gerade. Das wäre das Faktörchen Düngen. Und das wollen auch viele nicht wahrhaben, aber der Efeu drinnen braucht Düngung. Ja, am besten laut Internet gestaltet sich da, dass man einen Flüssigdünger nimmt und im Prinzip alle 14 Tage ein Käppchen Flüssigdünger da drauf kippt. Ich mache es mit Düngerstäbchen, finde es einfach viel einfacher, das Ding da reinzustecken und das dann alle 3 Monate auszuwechseln. Das klappt bei mir wunderbar, aber ich weiß, dass Düngen auf jeden Fall ein ultra wichtiger Faktor ist. Also bitte nicht vernachlässigen und einfach sagen, ach, mach das schon, regel das schon. Nein, Leute, düngt das Ding, tut da dann so ein Düngerstäbchen rein. Ansonsten gibt es vielleicht nochmal als kleinen Tipp von mir aus oder als kleine Erfahrung von mir aus, Tipp jetzt eher nicht, aber eine Erfahrung, wie man selbst Dünger macht. Man kann alte Bananenschalen nehmen, Kaffeesatz und Eierschalen. Das Ganze im Mixer tun, ja, das Ganze dann mixen und dann ein bisschen trocknen lassen und dann quasi hier oben auf die Erde drauf, so ein bisschen. Ja, das könnt ihr dann auch bei mehreren anderen Hauspflanzen machen und bei eben Efeu auch wunderbar geeignet. Wie gesagt, da habt ihr super viele Nährstoffe dann für den Boden, das ist quasi wie so ein selbst schnell hergestellter Dünger bzw. Kompost und das Ganze funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Also, ich habe super viele gute Erfahrungen damit gemacht. Falls ihr keinen Bock habt, irgendwelche anderen Düngermittel, quasi vielleicht industriell hergestellten Düngermittel auf eure Pflanzen zu tun. Aber sowas finde ich vor allem super spannend bei Pflanzen, die man noch essen kann.
Also, oder bei Pflanzen, die Früchte abgeben, so die man zu Hause hat. Da finde ich das noch interessanter, wenn man dann einfach ein natürliches Düngermittel hat. Ansonsten kommen wir jetzt zum großen Thema Umtopfen. Umtopfen gestaltet sich so, dass man es eigentlich einmal jährlich machen sollte. So in diesem Intervall habe ich es bis jetzt immer gemacht und durchgezogen. Das heißt, einmal jährlich quasi auch neue Erde in einen neuen Topf quasi, der etwas größer ist, so gestalte ich das, weil der Efeu mag es auch, wenn er wirklich, wenn die Erde gewechselt wird. Also gibt, da gibt es wirklich einfachere Hauspflanzen als den Efeu, aber der Efeu, der hat es wirklich sehr gerne, wenn man einmal im Jahr dann doch ihm eine neue Erde spendiert und ich finde, das kann man ihm auch gönnen. Ansonsten, vielleicht noch eine ganz, ganz große Randnotiz für den Efeu, die immergrünen Blätter des Efeus haben einen luftfilternden Effekt. Der luftfilternde Effekt ist natürlich richtig, richtig cool, wenn man ein gutes Raumklima haben will. Das heißt, auch eine optimale Zimmerpflanze. Sie sorgt halt nicht dazu, nicht nur dafür, dass irgendwelche Giftstoffe aus der Luft gezogen werden. Es gibt auch eine NASA-Studie, kann ich euch auch mal verlinken, das Video, wo sogar drin geschrieben steht. Ich möchte dafür nicht für mich stehen, aber ich möchte es euch weitergeben. Das ist sogar Schimmelsporen aus der Luft reinigen kann. Es geht jetzt nicht darum, ich habe ein verschimmeltes Zimmer und dann ist das nicht mehr verschimmelt. Nein, dann ist nichts mehr zu machen. Auch nicht, da kannst du auch keine 50 Efeus da reinstellen. Aber das zeigt einfach nur, dass kleine Giftstoffe oder wenn ihr an der Straße wohnt oder was auch immer, ist das einfach richtig, richtig gut, um es ein bisschen zu filtern. Klar, dann wohne ich nicht auf dem Land. Wenn ich an der Straße wohne, wohne ich an der Straße, dann ist das schädlich. Aber ich kann es mir natürlich etwas besser machen, indem ich vielleicht etwas Efeu in meinem Zimmer als Zimmerpflanze natürlich deponiere. Wichtiges Thema neben der Luftreinigung ist auch die Luftfeuchtigkeit im Zimmer. Das heißt, eine hohe Luftfeuchtigkeit verhindert natürlich Hautkrankheiten, Hautreizungen, Augenreizungen. All das sind Dinge, die durch eine niedrige Luftfeuchtigkeit natürlich ja, stark risikohaft basiert steigen. Und wenn ihr einfach eine Pflanze habt, und der Efeu ist so eine, die einfach etwas Luftfeuchtigkeit in das Zimmer reinbringt, dann ist euch da wirklich mitgeholfen. Und das auf natürliche Art und Weise und nicht über einen mit Strom laufenden Luftbefeuchter, ja, sondern ganz, ganz einfach so zu regulieren, finde ich wirklich, ist eine richtig coole Sache, wenn man sowas einfach auf natürliche Art ja, erledigen kann, finde ich das irgendwie besser. Als ja, wenn man das irgendwie über irgendwelchen industriellen Quatsch oder so lösen muss. Wie gesagt, das war's mit meinen Infos über den Efeu. Wie gesagt, der Efeu, und das jetzt nur mal so als Randabschlussfazit, ist für mich einfach zu ganz, ganz klare Empfehlung als Zimmerpflanze. Es ist auch unter den Top 5 der NASA luftreinigenden Zimmerpflanzen und der Zimmerpflanzen, die man haben sollte. Bloß man muss sich halt auch bewusst sein, ich hatte auch mal ein Video über den Bogenhanf gemacht. Der Bogenhanf ist natürlich deutlich pflegeleichter. Das heißt, der hier ist ein bisschen pflegeintensiver. Ich muss öfters düngen, öfters gießen, öfters umtopfen. Das heißt, all diese Dinge, die vielleicht manche als nervig empfinden, muss ich hier natürlich anwenden. Deswegen von mir schon der Tipp, es ist richtig gut, aber man muss sich ein bisschen darum kümmern. Wenn ihr euch weniger kümmern wollt, guckt euch wirklich mal den Bogenhanf an. Ganz interessante Sache. Ich verlinke euch vielleicht auch mal das Video. Ansonsten, das ist auch mal eine ganz, ganz große Frage, wie vermehre ich den Efeu? Das ist auch mal richtig cool, weil man es dann selbst machen kann. Das heißt, wenn ich den Efeu vermehren will, nehme ich ungefähr so ein Stück, ja, 10 bis 15 cm, schneide es ab, schneide einfach mehrere Stränge ab, hier dann vielleicht auch noch und da noch. So, tu den in ein Glas mit Wasser. Das Glas sollte nicht durchsichtig sein, sondern sollte verdunkelt sein etwas. Ja, das heißt, wenn ihr diese Cola-Gläser von McDonald's, die irgendwie rot oder schwarz sind, tut es einfach da rein. Und lasst es dann für mehrere Wochen stehen. Irgendwann seht ihr, dass dann so Wurzeltriebe unten rauskommen, ja, nach mehreren Wochen. Und dann pflanzt ihr das Ganze ein. Haltet es immer grundfeucht, aber keine Staunässe. Das ist auch super wichtig. Aber auch bei diesem Efeu, vielleicht nochmal dazu sagen, wenn ihr schon den fertigen Efeu habt, keine Staunässe. Absolut schlimm. Staunässe wirklich nicht. Und auch nicht überdüngen. Das ist auch nochmal so ein Thema, deswegen nur alle 14 Tage. Das nochmal als Randinfo. Genau, und dann pflanzt ihr den halt ein, jetzt den gesprießten. Wo die Wurzeln raussprießen unten, pflanzt ihr dann ein, befeuchtet das etwas und dann steht dem selbst gezüchteten Efeu nichts mehr im Wege. So,
So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen positiven Kommentar, falls ihr noch eine Frage zum Efeu habt oder vielleicht eine Anmerkung an Sachen, die ich vielleicht falsch gemacht habe, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.